Lernen kann man überall und man tut es auch. Ein wichtiger Faktor, wenn es ums Lernen geht, ist der Ort selbst, an dem es stattfindet. Schulisches Arbeits- und Sozialverhalten wird in starkem Maße beeinflusst durch den Ort, an dem es stattfindet. Wie sind die Räume eingerichtet? Welche Arbeitsformen sind möglich? Welche Haltung wird mit den Räumen zum Ausdruck gebracht? Lernende stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander. Die Umgebung prägt das Verhalten und das Verhalten prägt die Umgebung. Deshalb spricht man auch vom Raum als dritten Pädagogen. Wer erfolgreiches Lernen fördern will, schenkt der Umgebung die nötige Beachtung. Schulhausarchitektur und bürokratische Bestimmungen orientieren sich häufig am Frontalunterricht als Maß aller Dinge. In den letzten 150 Jahren hat sich die Schulstube im Wandel der Zeit kaum verändert. Die Schüler drücken nach wie vor die Schulbank, vorne befindet sich die Wandtafel und hinten sitzen diejenigen, die es nicht interessiert. Bei Artenberg stehen den Jugendlichen nebst der imposanten Aussicht auf die Berge des Berner Oberlandes zwei Großraumbüros zur Verfügung. Darin findet jeder Lernende seinen eigenen Arbeitsplatz. Diesen kann er individuell gestalten. Da hängt zum Beispiel ein Bild aus den letzten Ferien oder das Porträt eines bekannten Sportlers. An diesem Platz soll sich der Jugendliche wohlfühlen. Da kann er sich auch zurückziehen. Hier ist alles Material, welches er für erfolgreiches Lernen braucht. Im sogenannten Lernteam hat es Arbeitsplätze für bis zu 30 Schülerinnen und Schüler. Der Raum bietet Möglichkeiten zu kleinen Bewegungen, weil Lernen Bewegung braucht. So gibt es Stehtische mit Computern, offene Bodenflächen, um Plakate zu gestalten, Regale für Nachschlagewerke und Materialien, Tische für Schneid- und Klebearbeiten. Es wird sowohl auf die Ordnung wie auch auf die Gestaltung des Raumes geachtet. Die Farbe der Wände ist nicht zufällig ausgewählt. Die Pflanzen beleben das Ambiente und die kleinen Dekorationen verstärken den Eindruck, dass hier der Umgebung Wertschätzung entgegengebracht wird.
Ja, also das Lernteam ist eigentlich etwas anderes als ein Klassenzimmer. Ich meine, man kann individueller arbeiten und ja, es macht halt mehr Spaß dort. Das Lernteam ist der Bereich zum Arbeiten. Das Lernteam gefällt mir recht gut. Es ist der Bereich, wo man einfach ruhig sein muss und arbeiten kann. Da kann man einfach für sich selber sein und vor sich her arbeiten. Für mich ist die Arbeit im Lernteam auch speziell, weil man nicht alleine als Lehrer oder Coach hier drin ist, sondern immer als Team und so auch genügend Zeit hat, die Jugendlichen individuell zu fördern. Das gesehen, das ist jetzt das Quark, das ich gelernt habe. Das ist jetzt das, was so stinkt. Oh Scheiße. Kannst du schmecken? Schmeckt es? Das ist Lernen kann man überall. Lernen ist nicht an Räume gebunden. Oft sind Orte, wo gelebt und gearbeitet wird, die idealeren Lernorte. Und da Lernen auf Erfahrungen und nicht auf Belehrungen basiert, hat sich das Institut Beatenberg verschiedene außerschulische Partner gesucht. Die Zusammenarbeit mit Vereinen, Unternehmen und sozialen Einrichtungen schafft Lebens- und Praxisnähe. Das sieht mir lustig aus. Service Learning fördert Verantwortungsübernahme, Teamgeist und gibt spannende Einblicke in die verschiedensten Berufsgattungen. Es findet 3 bis 4 Mal pro Jahr statt und ist bei Jugendlichen und bei Coaches sehr beliebt. Hier einige Beispiele für dieses Service Learning.